Genau so einen Gürtel will ich eigentlich echt schon länger haben, aber ich finde den neuen einfach viel zu teuer. Ich habe deshalb jetzt mal bei Vinted geguckt und Secondhand sind da auch ein paar da, aber bei den Preisen bin ich mir so unsicher, ob ich mich darauf verlassen kann, dass der dann noch echt ist. Auf TikTok habe ich nämlich ganz viele Berichte über Fakes auf Vinted gefunden. Unter dem Hashtag Vintage Scams findet man lauter Videos, in denen Vinted-Angebote gezeigt werden, bei denen Markenteile und Designerprodukte verkauft werden, aber es sich eigentlich um Fakes handelt. Und genau deshalb will ich herausfinden, ob man auf Vinted wirklich abgezogen wird. So, ich darf shoppen und zwar auf Vinted. Vielleicht kennen einige von euch das auch noch unter dem Namen Kleiderkreisel. Vinted ist eine Plattform, auf der private AnbieterInnen Kleidung, Schmuck und Schuhe verkaufen. Genauso wie beispielsweise eBay Kleinanzeigen oder Mädchenflohmarkt. Ich habe selber dort auch schon verkauft, wenn ich beispielsweise meinen Kleiderschrank ausgeräumt habe und meinen alten Sachen ein neues Leben geben wollte. Und ich habe dort auch schon selber eingekauft. Für unsere Recherche mache ich mich jetzt gezielt auf die Suche nach Designerteilen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich den Gucci-Gürtel echt ganz cool finde und den gibt es hier jetzt auch ein paar Mal bei Vinted. Ich sehe den hier jetzt öfter für so 130 Euro oder sogar mehr, aber als wir mit der Recherche angefangen haben, hat mein Team den sogar für 80 Euro auf Vinted gefunden. Das ist schon sehr viel weniger und den haben wir dann auch deshalb direkt mal bestellt. Ich fände es auch noch ganz gut, auch Designertaschen zu prüfen, weil ich habe das Gefühl, dass vor allem bei Handtaschen ziemlich viele Fakes dabei sind. Ich kenne mich jetzt nicht so mega gut mit Designertaschen aus, aber wir haben hier auf Vinted eine für 35 Euro gefunden und das kommt mir erstmal ziemlich wenig vor. Wir haben die dann aber mal bestellt und treffen uns später mit einer Fashion-Expertin, damit sie das Ganze mal einordnen kann. Und dann will ich auch noch Schmuck testen und habe dafür vor ein paar Wochen auf Vinted eine Perlenkette für 18 Euro gefunden. Die haben wir dann auch bestellt und anscheinend soll die Vintage sein. Ich weiß nicht, aber irgendwie fand ich die Kette jetzt nicht so mega hochwertig aus. Ich habe die deshalb mal bei Google in die Bildersuche eingegeben und ich habe sie sofort einmal für 3,50 Euro gefunden und einmal sogar für 1 Cent. Wie kann das sein, wenn ich sie dann bei Vinted für 18 Euro gekauft habe? Wenn ich die hier jetzt für 1 Cent bestelle, dann ist die erstens auf keinen Fall echt und zweitens wird sie aus Asien geliefert, was klimatechnisch jetzt echt nicht so super ist. Aber auf Vinted steht, dass sie aus einem Vintage-Laden aus Köln geliefert wird. Ich werde da jetzt mal später unsere Expertin fragen und sie soll uns da mehr zu verraten. So, jetzt ist alles bestellt und ich bin mal sehr gespannt, wie die Sachen dann aussehen, wenn sie wirklich ankommen. Ich habe auch mal bei Vinted im Forum geschaut und mega viele Einträge zu Fakes und Abzocke gefunden. Also es gibt schon auf TikTok echt viel zu dem Thema und dann auch noch diese Foreneinträge. Deshalb will ich jetzt mal bei der Plattform nachfragen, was sie eigentlich tun, um KäuferInnen vor Scams zu schützen. Mia kennt auch das Problem mit Fakes auf Vinted und zeigt das auf ihrem TikTok-Kanal. Ich habe schon vor ein paar Wochen mit ihr gesprochen, wie sie darauf gekommen ist, Vinted-Scams aufzudecken. Ja, also ich bin mal auf Vinted so rumgescrollt und da ist mir das halt immer öfter aufgefallen, weil da Sachen als Vintage betitelt wurden, die eben nicht Vintage waren offensichtlich. Also die sahen auch nach Fast Fashion aus. Da musste ich die einfach aufdecken, diese Scams. Two photos, please. Okay, lovely. I'm going through. Did you see what I did there? It's a scam. Als ich damals mit Mia gesprochen habe, hat sie mir auch erzählt, was genau sie da macht, wenn sie Scams entdeckt. Also erstmal schreibe ich die dann an, so, also auf verschiedene Art. Manchmal humorvoll, manchmal ein bisschen offensiver, aber meistens blockieren die dann einen auch sofort, also sofort. Ich habe dazu auch schon Drohungen bekommen und so, ja, wir finden dich und so. Und ja, aber das ist meistens nur Gelaber. Mia hat gesagt, dass sie trotz der Drohung keine Angst vor anderen Konsequenzen hat. Mir ist es eigentlich wichtiger, dass die Mädels, die wirklich Secondhand-Sachen kaufen wollen, der Umwelt was Gutes tun wollen, dass die wirklich aufgeklärt werden und nicht so eine Schande quasi finanzieren. Schon krass, wenn man Leute darauf hinweist, dass sie gefälschte Sachen verkaufen, dass man dann Drohungen bekommt. Es kann aber auch wirklich ernsthaft rechtliche Konsequenzen haben, wenn man Fakes auf Vinted verkauft. Dazu später mehr, aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was passiert ist, als mein Vintage-Haul dann angekommen ist. So, das sind jetzt die Pakete. Damit geht's jetzt in den Vintage-Store und ich bin mal gespannt, was unsere Expertin dazu zu sagen hat. Hallo. Hi, leg gerne ab. Ich
habe diese Pakete hier bei Vinted bestellt und habe mich gefragt, ob das Fake-Produkte sind oder ob ich da echt irgendwelche Schnäppchen gefunden habe. Die Tasche haben wir für 35 Euro bei Vinted gekauft. Okay. Und es soll vermeintlich eine Designertasche sein. Vermeintlich, ja. Also auf den ersten Blick kann ich dir gleich sagen, das ist auf jeden Fall eine Fälschung. Vom Druck ist da die Farbe verschmiert, dann einfach die Verarbeitung, vor allem das Innenfutter, ziemlich billig und natürlich auch der Preis. Also für 35 Euro kannst du dir eigentlich schon so gut wie sicher sein, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Gürtel, das wurde auch so verschickt, okay. Interessant. Den Gürtel haben wir auch bei Vinted für 80 Euro gekauft. Okay. Also der war ein bisschen teurer, aber der sieht ja auch auf jeden Fall getragen aus. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das Leder ist jetzt auch nicht die beste Qualität. Aber das schreit jetzt nicht so nach Fake von der Schnalle her, sage ich jetzt mal. Ich hatte mal gelesen, dass auf Gürteln Seriennummern drauf sind, wenn das Designerstücke sind. Hat der eine und ist das wirklich so? Also kann man das daran erkennen? Tatsächlich, bei Fakes werden auch natürlich Seriennummern reingeschrieben, je nachdem, wie gut Fakes auch gemacht sind. Geben sich die Leute natürlich auch ein bisschen mehr Mühe. Also bei einem Gürtel müsste normalerweise auch immer die Größe, die Länge auch mit drin sein in der Seriennummer. Also würdest du jetzt abschließend sagen, dass du eher dazu tendierst, dass das ein Fake-Gürtel ist? Wenn nicht, dann hat sie einfach den ziemlich gut und oft getragen, auf jeden Fall. Ein letztes Paket haben wir noch. Das ist einmal eine Kette für 18 Euro. Und in der Beschreibung stand, dass die aus einem Vintage-Laden kommt. Also wenn, dann hätten sie es als Vivienne Westwood-Kette verkaufen müssen oder sollen. Und dann wäre das Ganze auch ein bisschen teurer gewesen. Allein wenn du dir diese kleinen Ringe hier anschaust, wo dieses Logo aufgehangen ist, die sind nicht geschlossen. Also es ist wirklich nur so zugeklemmt. Auch einfach wieder eine sehr, sehr schlechte Verarbeitung, schlechte Qualität. Das ist auf jeden Fall auch ein Fake Vintage und Fake Designer. Also beides. Weder Vintage noch Designer. Dem Verkäufer, der mir diese Kette für 18 Euro bei Vinted andrehen wollte, habe ich dann auch mal direkt eine Nachricht geschrieben, weil das kann ja irgendwie nicht sein Ernst sein, dass wir genau diese für 1 Cent finden und er mir aber weismachen will, dass die echt ist. Als wir die Recherche angefangen haben, habe ich mit Rechtsanwalt Christian Solmecke gesprochen. Ich darf Fake-Ware auf keinen Fall als Vintage verkaufen, denn das sind Plagiate, wenn man es rechtlich runterbrechen will. Und Plagiate verletzen Urheberrechte, verletzen Markenrechte. Und wenn ich so etwas verkaufe, dann mache ich mich in aller Regel strafbar. Ich sollte davon die Finger lassen. Ich habe ihn damals gefragt, was für rechtliche Konsequenzen es hat, wenn man Fakes verkauft. Das kommt darauf an, ob ich das gewerblich mache oder nur privat, weil ich das Plagiat irgendwo anders vielleicht günstig bekommen habe, beispielsweise aus dem Urlaub mitgebracht habe. Wenn ich erstmal den Käufer darüber im Unklaren halte, dass es sich hier nur um ein Fake-Produkt handelt und um ein Plagiat handelt, dann ist das ein Betrug. Das hat relativ heftige rechtliche Konsequenzen. Dafür kann man bis zu 5 Jahre ins Gefängnis kommen. Und dann wollte ich wissen, wer eigentlich die rechtlichen Konsequenzen trägt. Der Verkäufer oder die Plattform? Also in erster Linie trägt natürlich der Verkäufer die rechtlichen Konsequenzen. Die Plattformen können sich insoweit rausreden, als dass sie sagen, naja, wir können ja nicht jedes Produkt kontrollieren. Wie sollen wir wissen, ob das jetzt Fake oder ein Plagiat ist? Das Blatt wandelt sich dann allerdings, wenn die Plattform weiß, dass hier Plagiate im großen Stil verkauft werden. Dann hat die Plattform selbst auch eine Mitschuld und ist zum Handeln verpflichtet. Ja, ich habe anscheinend Plagiate gekauft, was mich natürlich ärgert, aber es war ja für die Recherche. Christian Solmecke hat mir aber noch erklärt, ob man sein Geld zurückfordern kann, wenn man unbewusst Plagiate kauft. Wenn ich so ein Plagiat kaufe, was mir als echt verkauft worden ist, dann habe ich selbstverständlich das Recht, das Geld auch wieder zurückzubekommen, wenn ich überhaupt entdecke, dass es ein Plagiat ist. Manchmal sind die ja so gut gemacht, dass man es überhaupt nicht checkt, dass das hier ein Plagiat ist. Das Problem wird sein, dass manchmal der Verkäufer schon über alle 7 Berge ist und ich dann keine Möglichkeit habe, noch einen Ansprechpartner zu finden. Und was man auch machen kann, man kann Strafanzeige erstatten.
Und die Plattform muss dann alle Kontaktdaten rausgeben von diesem Straftäter. Denn anders kann man den Verkäufer auch in dem Fall, den ihr hier vorliegen habt, nicht bezeichnen. Das ist ein Straftäter, der hat einen Betrug begangen. Jedenfalls dann, wenn man ihm ja nachweisen kann, dass er wusste, dass das hier fake war. Ich habe zwar bis zum Ende unserer Recherchen keine Antworten von den Fake-Verkäufern bekommen, aber dafür von Vinted. Wenn Mitglieder über Vinteds Kaufen-Button handeln, sind sie über den Käuferschutz abgesichert. Das Ganze gegen eine kleine Gebühr. Wenn der Kauf innerhalb von 48 Stunden nach der Lieferung des Artikels an das Vinted-Team gemeldet wird, kann Vinteds Support-Team entscheiden, den Kaufenden zur Rückgabe des Artikels aufzufordern. Wenn Mitglieder sich dazu entschließen, eine Transaktion privat und außerhalb von Vinted durchzuführen, tragen sie in diesem Fall die Verantwortung selbst. Vinted kann in solchen Fällen keinen Schutz anbieten, wenn das Produkt nicht mit der Beschreibung übereinstimmt. Außerdem schreibt Vinted, dass sie bezüglich des Themas der Replika eine Null-Toleranz-Politik fahren. Das heißt, dass Verkaufende vor allem bei Luxusartikeln, wie beispielsweise Designer-Handtaschen, dazu aufgefordert werden, einen Echtheitsnachweis hochzuladen. Wenn sie diesen Echtheitsnachweis nicht erbringen können oder mehrfach gegen die Echtheitsrichtlinien verstoßen, können Angebote verborgen werden oder NutzerInnen permanent gesperrt werden. Ich find's ehrlich gesagt schon echt schade, dass auf Vinted so viele Fakes anscheinend angeboten werden. Weil der Grundgedanke der Plattform ist ja eigentlich echt gut. Ich möchte meinen alten Sachen ein neues Zuhause geben oder möchte einkaufen und dabei Geld und Ressourcen sparen. Und dann auf Fakes reinzufallen, ist halt einfach echt blöd. Aber hier sind ein paar Dinge, auf die ihr achten könnt. Bevor ihr kauft, schaut mal genauer die Profile der AnbieterInnen an, ob es da schon Bewertungen gibt. Wenn ihr ein Designerteil kaufen wollt, dann fragt nach Echtheitsnachweisen, wie zum Beispiel dem Kassenbon oder der Seriennummer. Wenn ihr euch dieses richtig teure Teil dann kaufen wollt und euch immer noch unsicher seid, trotz der Seriennummer, dann fragt zusätzlich vielleicht noch nach, wann und wo die Person es gekauft hat. Am besten zahlt ihr auch über die Plattform, damit machen die dann zwar Gewinn, aber ihr habt auch einen Käuferschutz, den ihr nicht habt, wenn ihr privat kauft. Habt ihr auch schon mal solche Erfahrungen gemacht und seid auf Scams gestoßen? Schreibt uns das mal gerne in die Kommentare. Übrigens haben wir jetzt auch einen TikTok-Kanal. Den verlinke ich euch in der Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wenn ihr dann auch noch wissen wollt, warum die Hosentaschen bei Frauen im Schnitt eigentlich kleiner sind als bei Männern und was das mit Bauchtaschen zu tun hat, dann guckt auch gerne das Video von Say What.